Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen bei der 25. Peira-Matinee, also ein Jubiläum, was wir feiern können. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Dr. Matthias Borchardt. Warum muss man über die Bertelsmann-Stiftung reden, wenn man die Dinge aus der Wissenschaft sieht? Was gibt es dazu zu sagen? Soll ich mal direkt loslegen? Man muss lange über Bertelsmann reden, viel länger, als wir heute überhaupt Zeit haben. Ich habe es ein bisschen zusammengerafft und möchte einiges auch mit Folien unterstützen, einfach als Bildbelege. Einen möglichen Vorwurf möchte ich direkt abräumen vorher, nämlich den der Verschwörungstheorie. Dieser Begriff fällt immer sehr schnell, wenn man sich bemüht, politische Hintergründe aufzuatmen, arbeiten und Akteure zu benennen, die nicht unmittelbar sichtbar sind. Und dieser Begriff selber ist sehr problematisch. Ich möchte ganz kurz was dazu sagen. Wenn jemand sagen würde, passt mal auf, ich glaube, die Erde ist eine Kugel, dann sagt auch niemand, hör mal, das ist Verschwörungstheorie, die ist in Wahrheit eine Scheibe, sondern dann würden Wissenschaftler sagen, lass uns doch mal überprüfen, wer von uns beiden recht hat. Ja, und dann erhärtet sich die eine Theorie und die andere wird widerlegt. Wenn man heute etwas mit dem Titel Verschwörungstheorie belegt, ist der Gegenstand selbst der wissenschaftlichen Diskussion entzogen. Und im Grunde brauchen wir Verschwörungstheorie mit Betonung auf Theorie. Also es muss dem wissenschaftlichen Feld, dem Bereich der empirischen Sozialforschung wieder zugeführt werden, dass wir postdemokratische Akteure in den Blick nehmen und gucken, auf welche Weise wird eigentlich Politik gemacht. Ich bin in das Thema geraten über die Bildungspolitik. Vielleicht haben Sie das auch beobachtet, dass Schulen und Universitäten sich verändert haben. Und man das Gefühl hatte, naja, so richtig will das gar keiner. Und die Mehrheit der Menschen ist dagegen und trotzdem entstehen politische Entscheidungen, die dann dafür sind. Wer spielt da eine Rolle? Das wäre ein eigenes Thema, man müsste über die OECD sprechen, aber irgendwann muss man eben auch über die Bertelsmann-Stiftung und die Bertelsmann AG sprechen. Ich habe mich deshalb mit Bertelsmann beschäftigt und bin erstmal auf den öffentlichen Eindruck gestoßen und der ist immer sehr, sehr positiv. Etwa Liz Mohn, die Gattin des ehemaligen verstorbenen Patriarchen, schreibt ein Buch »Liebe öffnet Herzen«. Das ist das Selbstbild der Stiftung. Man möchte der Menschheit Gutes tun. Und wenn man dann die Verlagsankündigungen sieht, dann steht da an der Schwelle einer Zeitenwende, die von Internationalisierung und Globalisierung geprägt ist, fragt sie, Liz Mohn, kann die Menschheit ohne Liebe überleben? Mit großer Sorge beobachtet sie zunehmende Orientierungs- und Lieblosigkeit, Egoismus, Rücksichtslosigkeit und Vereinsamung in unserer Gesellschaft. Warmherzig setzt sie ihr Plädoyer für die Liebe dagegen. Liebe macht sehend und einsehend, respektiert die Grenzen der anderen, gibt großzügig Trost und Hilfe, ohne an den eigenen Nutzen zu denken. Da kommen einem die Tränen. Wenn man sich das anguckt, das ist schon ganz typisch für Bertelsmann. Wir haben nämlich eine globale Entwicklung, Globalisierung, Ausbeutung, Umverteilung. Und als Lösung wird nicht vorgeschlagen, das gemeinsame politische Handeln in Parteien, die politische Aktion, sondern das Privat-Emotionale, die Liebe. Im Grunde ist es ein Aufruf zur Entpolitisierung und zu einer Verkuschelung und Verbiedermeierisierung der ganzen Probleme der Globalisierung, die sich da abbildet. Bertelsmann ist sehr präsent mit guten Taten, etwa in Nordrhein-Westfalen das Programm »Kein Kind zurücklassen«. Interessanterweise stößt man das selber an, die Tochter des Hauses, Brigitte Mohn, sitzt da und unterschreibt und jetzt hat man, ich habe es gerade in der Presse gesehen, festgestellt, naja, so toll läuft das Programm doch nicht und kritisiert es dann wieder von Bertelsmann-Seite. Jeder, der das kennt, fühlt sich erinnert an George Bush, No Child Left Behind, ein großartig gescheitertes Sozialprogramm, was in den USA schon nicht funktioniert hat und jetzt von Bertelsmann nach Deutschland getragen wurde. Wenn Bertelsmann ruft, kommen die Mächtigen. Hier sehen wir etwa die mächtigste Frau Deutschlands direkt neben Angela Merkel, Liz Mohn und Barroso, EU-Repräsentanten. Viele, viele Mächtige geben sich die Klinke in der Hand und wenn etwa der spanische König nach Nordrhein-Westfalen kommt, fährt er nicht nach Düsseldorf, sondern nach Gütersloh zu Bertelsmann. Man ist auch repräsentiert natürlich unweit von hier unter den Linden 1, standesgemäß die Botschaft der Stiftung. Auch da kann man sich natürlich fragen, bilden sich hier reale Machtverhältnisse natürlich ab. Zur Geschichte des Unternehmens der Bertelsmann AG. Man hat sich ursprünglich sehr mit religiösen Texten beschäftigt und stand dann 1939 vor der Entscheidung, diese religiöse Publikation einzustellen oder sich tatsächlich auch in den Dienst einer Nazi-Propagandamaschine zu begeben und hat sich dann für das Zweite entschieden und hat veröffentlicht Volk im Schmiedefeuer, wir funken für Franco,
mit Bomben und MGs über Polen. Diesen Teil der Firmengeschichte hat die Bertelsmann AG übrigens selbstkritisch aufgearbeitet. Man bekam 1946 relativ schnell wieder eine Druckerlaubnis in der britischen Besatzungszone. Das ist bemerkenswert, weil viele Verlage zunächst einmal nicht drucken durften, bevor klar war, wo die politisch standen. Und man muss sagen, bis 2016 haben wir es hier mit einem global agierenden Medienunternehmen zu tun. Jetzt ist Geld und Verdienen in Deutschland nicht verboten, in gewissen Fällen nur ein bisschen anstößig. Interessant wird jetzt der Blick auf die Bertelsmann AG im Zusammenhang mit der Bertelsmann Stiftung. Die Geschäftsfelder der AG sind breit gestreut. Wir kennen den Buchclub. Ne? Hier hat gerade jemand erzählt, dass er ein Abo aufgeschwatzt bekommen hat. Wir haben aber auch die RTL Group, die nicht nur die Privatsender betreibt, sondern auch im öffentlich-rechtlichen Raum Uferproduktionen gestaltet. Das heißt, wenn wir Öffentlich-Rechtliches gucken, gucken wir auch Bertelsmann. Wir haben ein großes Verlagswesen, fusioniert mit Penguin Books, Gruner und Jahr. Avato, eher unbekannt, macht Logistik und unter anderem auch kommunale Infrastruktur. Da gab es ein Modellprojekt etwa in Würzburg, wo man eben nicht mehr zum Einwohnermeldeamt gegangen ist, sondern zur Avato-Agentur. Das ist gescheitert. In England ziehen die in einigen Distrikten sogar Steuern ein. Bertelsmann Music Group und so weiter. Interessant ist jetzt das Verhältnis von Stiftung zu AG, denn die AG gehört zu fast 77% der Bertelsmann Stiftung. Und da die als gemeinnützig gilt und steuerbegünstigt ist, werden die Ressourcen, mit denen die Stiftung arbeitet, im Grunde dem Steuerzahler entzogen. Das heißt, wir hätten dieses Geld zur eigenen Verfügung, sogar unter demokratischer Kontrolle, wenn wir eine andere Konstruktion hätten. Jetzt sind auch Stiftungen ja nicht per se problematisch. Es gibt einige, die durchaus seriös sind. Und wir kennen das, wenn wir etwa in der Wissenschaft eine Publikation unterstützen wollen oder Ähnliches, dann wenden wir uns an eine Stiftung und kriegen einen kleinen Zuschuss. Das geht bei der Bertelsmann Stiftung nicht. Das ist eine operative Stiftung, das heißt, sie fördert nur Projekte, die sie selbst angestoßen hat, und die liegen interessanterweise immer sehr nah an den Geschäftsfeldern der Bertelsmann AG. Wen wundert es? Das Selbstverständnis der Stiftung ist, Reformfähigkeit und Zukunftsfähigkeit voranzustoßen. Interessanterweise betreiben die eben genau die Projekte, die sie sich selber ausgedacht haben, sodass man sich fragen muss, naja, wer setzt eigentlich hier die Agenda fest? Sind das die Dinge, die uns auf den Nägeln brennen, oder wird hier nicht sozusagen uns etwas unter den Nägeln heiß gemacht, was die Bertelsmann Stiftung interessiert? Man gibt sich als überparteilich und unparteiisch, aber bedeutet das wirklich? Man arbeitet mit fast allen Parteien zusammen. Inzwischen haben sogar die Linken einen Sündenfall in Richtung Bertelsmann. Ich glaube, die Piraten sind noch unschuldig. Da muss man den Piraten wirklich mal ausdrücklich danken, gerade im Hinblick auf diese Frage nach der Verschwörungstheorie. Denn die Anfrage, über die Jochen Paul gleich sprechen wird, wird uns ermöglichen, als Wissenschaftler bestimmte Quellen einfach zu erhärten. Wir müssen in einzelnen Punkten tatsächlich jetzt auch interpolieren. Und über diese Anfrage wird es möglich sein, also auch wirklich verlässliche Dokumente in diesem Bereich zu haben. Dieser Zusammenhang, jetzt also diese ökonomische Potenz einerseits, aber auch die politische Potenz, möchte ich in 6 Dimensionen weiter nochmal durchleuchten. Wie wirkt eigentlich diese Bertelsmann Stiftung auf das politische Tagesgeschehen und auch nachhaltiger ein? Ich habe 6 Punkte dafür versucht kenntlich zu machen. Einmal personale Präsenz. Das heißt, es gibt Leute, die ursprünglich bei Bertelsmann gearbeitet haben und dann an anderer Stelle wieder aufschlagen. Es gibt postdemokratische Reformstrategien mit dem Versuch, das politische Feld insgesamt umzukrempeln, also die Grammatik und die Syntax der politischen Artikulation umzuschreiben. Man wirkt ein auf die Öffentlichkeit durch Studien. Das werde ich exemplarisch zeigen. Es gibt aber auch den direkten Versuch für Leute, die jetzt nicht die Studien lesen, sondern nur RTL gucken, so eine Art Brainwashing durch Unterhaltungsshows zu praktizieren. Man inspiriert Gesetzgebungen, also ist an Gesetzgebungsverfahren beteiligt und ist in kommunalen Kommunikationsprozessen auch über Moderatoren entscheidend am Ausgang von politischen Prozessen beteiligt, die immer noch den Anschein der Demokratie erwecken, aber den Boden der Demokratie verlassen. Im Grunde bewegt sich meine ganze Analyse so ein bisschen in Colin Crouchs Kritik der Postdemokratie, wobei ich jetzt diese skeptische Dimension dieses Ansatzes nicht ganz teile, sondern ich eher ein Plädoyer für demokratisches Engagement eben auch und repräsentative Prozesse in der Demokratie unbedingt da anschließen möchte und sozusagen auch die düstere Kulisse, die jetzt hier auftauchen könnte, im Grunde gleich wieder zur Diskussion stellen möchte, weil ich denke, dass eine vitale, demokratische, diskursive Öffentlichkeit dem Ganzen ganz schnell auch die Macht nehmen kann. Wie zeigt sich diese personale Präsenz? Interessant sind schon die Verknüpfungen
etwa zur OECD. Der jetzige Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung war stellvertretender Generalsekretär der OECD. Und da gibt es durchaus eine Interessenkonvergenz, etwa im Bereich der Bildungspolitik zwischen OECD und Bertelsmann. Auch der DGB hat seinen Zusammenhang zur Bertelsmann Stiftung. Thomas Fischer hier zitiert nach einem DGB-Blättchen, leitete vorher das Brüsseler Büro der Bertelsmann Stiftung und ist jetzt Leiter der Grundsatzabteilung Gesellschaftspolitik beim DGB. Auch eine interessante Verknüpfung. Oder vielleicht für die Piraten ganz interessant, Viviane Redding, früher Medien- und Informationsgesellschaft, EU-Kommissarin, ist jetzt auch bei der Bertelsmann Stiftung. Auch da gibt es kurze Wege, wo man sich fragen muss, gibt es da nicht Interessenkonflikte? Auch bemerkenswert das nächste Papier zur Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Neue Macht, neue Verantwortung, German Marshall Fund. Da haben wir neben den üblichen Verdächtigen aus Politik und Lobbygruppen auch die Bertelsmann Stiftung maßgeblich dabei, wenn es darum geht, deutsche Außenpolitik zu gestalten. Man fragt sich, ja, wer hat ihnen ein Mandat gegeben? Demokratie, Sie erinnern sich, ist alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die ermächtigt dann Repräsentanten, die in Gewaltenteilung politische Prozesse vollziehen. Die Bertelsmann Stiftung haben wir nicht gewählt, wir können sie nicht abwählen und es steht auch nicht im Grundgesetz, dass die ein Mandat für die Gestaltung deutscher Politik hat. Also eine ganz schwierige Frage, die sich da anschließt. Ich komme auf den zweiten Punkt der Einflussnahme, nämlich die postdemokratischen Reformstrategien, die da eine Rolle spielen. Die Bertelsmann Stiftung artikuliert sich über Zentren. In Wissenschaftlerkreisen sicherlich bekannt das Zentrum für Hochschulentwicklung, dann gibt es das Zentrum für Krankenhausmanagement und auch das Zentrum für angewandte Politikforschung. Ich werde einiges zitieren jetzt von der Homepage dieses Zentrums. Hier fragt man sich, Bertelsmann Stiftung und die entsprechenden Wissenschaftler, wie kann man eigentlich in Deutschland effizient regieren? Sie kennen das mit dem Regieren, ne? Man will effizient regieren und dann gibt es so lästige Dinge wie mehrere Parteien, Meinungsvielfalt, ja, öffentliche Diskussionen. Da wird es schon schwer angemessen zu reformieren. Bitte mal die nächste Folie, ein wichtiger Satz. Bertelsmann Stiftung stellt fest, effizientes Regieren wird in der Verhandlungs-, Koalitions- und Parteiendemokratie zunehmend schwieriger. Interessant ist, dass durch das Kriterium der Effizienz hier eine außerpolitische Kategorie, nämlich eine ökonomische Kategorie in den politischen Diskurs eingebracht hat. Denn all das, was hier beschrieben wird, Pluralität von Meinungen und Diskussionen, macht ja gerade den Reichtum einer Demokratie aus. Ja, weil nämlich genau aus der Vielfalt der Positionen heraus dem Gemeinwohl zuträglichste Lösungen herausformuliert werden können. Aber das Effizienzkriterium sozusagen bringt es einen bestimmten Druck auf das Ganze, sodass man gucken muss, ja, wie geht man damit um? Ich lese noch mal weiter vor, formale, informale Machtressourcen, aber auch Vetospieler und Blockadepotenziale stehen im Mittelpunkt des Interesses. Vetospieler sind Leute, die aus guten Gründen Nein zu Reformen sagen, weil sie sie für inhuman und asozial halten. Und Blockadepotenziale, könnte man sagen, sind so lästige Figuren wie der Jochen Paul, der in einem Parlament mal eine kritische Rückfrage stellt. Die Antwort darauf, sagen wir auf dieses Defizit der Demokratie, jetzt mal ganz ironisch gesprochen, formuliert die Bertelsmann Stiftung auch in einer Schrift, die Kunst des Reformierens, vorgestellt auf einem Kongress hier in Berlin, mehr Strategie wagen. Die Älteren erinnern sich vielleicht an Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Das scheint damit an ein Ende gekommen zu sein. Es gibt dann so eine Artikulationsstrategie für effizientes Reformieren, die wird in drei Schritten vollzogen. Erste Aufgabe ist das Agenda-Setting, dann kommt eine Entscheidungsphase und schließlich die Implementierungsphase. So soll also effizientes Regieren aussehen. Was heißt Agenda-Setting nach dieser Schrift? Agenda-Setting heißt, dass das, was politisch ansteht, nicht erwachsen soll aus der Not, die vor Ort besteht, also das wäre ja sozusagen das demokratische Modell, sondern mächtige Gruppen inszenieren politische Ereignisse, um bestimmte Themen auf die Agenda zu bringen. Etwa das bildungspolitische Agenda, also die Abschaffung der deutschen Universität durch den Bologna-Prozess oder die Veränderung der Schule durch PISA, ist nicht erwachsen aus der Not von Lehrern, die ja bestand. Da gab es Reformbedarf durchaus, aber in anderen Themen, sondern eben durch eine bestimmte Marketingstrategie, etwa die PISA-Studie, die ganz im Sinne von Naomi Kleins Schockstrategie einen Reformbedarf Druck erzeugt hat auf externem Wege. In der Bertelsmann Reformfibel steht, dass das Agenda-Setting besonders gut funktioniert, wenn man die Beteiligung der Interessengruppen möglichst
reduziert. Das heißt also, die Leute, die wirklich Ahnung von der Sache haben und denen es unter den Nägeln brennt, die sollen dabei nicht mitreden. In der zweiten Phase, der Entscheidungsphase, hat man das Problem, dass man diese ganzen Verbände wieder mit drin hat und die könnten jetzt ja dagegen sein. Und auch dafür gibt es eine Lösung. Man schlägt nämlich vor, ein Policy Design zu wählen, bitte die nächste Folie, das gezielt die Schwächung der internen Kohärenz von potenziellen Vetospielern und starken Interessengruppen anpeilt. Das heißt, wenn man es schafft, die Leute gegeneinander auszuspielen, die eigentlich dagegen sind, schafft man es, gegen eine Mehrheit die Position einer Minderheit durchzubringen. Ich habe da ein interessantes Referenzdokument gefunden, nämlich eine Stasi-Doktrin. Maßnahmen der Zersetzung sind auf das Hervorrufen sowie die Ausnutzung und Verstärkung solcher Widersprüche und Differenzen zwischen feindlich-negativen Kräften zu richten, durch die sie zersplittert, gelähmt, desorganisiert und isoliert und ihre feindlich-negativen Handlungen einschließlich deren Auswirkungen vorbeugend verhindert, wesentlich eingeschränkt oder gänzlich unterbunden werden. Das ist die gleiche Strategie. Ich behaupte jetzt nicht, dass man abgeschrieben hat, aber der Geist, den demokratischen Prozess der Mehrheitsbildung dadurch zu beschädigen, dass man gezielte Konflikte sät und die Menschen gegeneinander ausspielt, der ist natürlich dementsprechend. Und das macht man ganz geschickt, etwa indem man einzelne Interessenverbände einlädt, andere nicht einlädt. Wie das im Detail zu laufen hat, steht alles in dieser Broschüre. Und das finde ich demokratietheoretisch durchaus bedenklich. Die Implementierungsphase ist auch interessant, denn jetzt treffen diese effizienten Reformen auf Menschen, die eigentlich ja was Gutes wollen und wissen, dass sie viel Arbeit mit der Reform haben werden, dass ihre Ziele dadurch möglicherweise korrumpiert werden. Und da schlägt man jetzt vor, Akzeptanzmanagement zu betreiben, indem man die Betroffenen scheinbar einbezieht, weil man sie für die Umsetzung ja braucht, aber man muss natürlich verhindern, dass sie wirklich gestalten. Das kennen wir aus Stuttgart 21. Man sagt also den Leuten, passt auf, wir machen runde Tische, ihr könnt mitdiskutieren, das Projekt selbst wird nicht in Frage gestellt, aber wenn ihr mitmacht, dürft ihr entscheiden, wo die Blumenkübel stehen. Und dann sagen die Leute, okay, dann dürfen wir, ehe wir gar nichts entscheiden dürfen, machen wir mit. Ich habe diesen Satz 100-fach gehört an Universitäten und Schulen, dass die Leute sich also für eine kleine Partizipationsattrappe im Grunde ihr demokratisches Grundrecht der fundamentalen Mitsprache eigentlich abkaufen lassen. Und das ist systematisch hier implementiert und organisiert über diese Reformstrategie, also der Gedanke der Alternativlosigkeit, der Sachzwangargumente und all diese Aspekte werden hier nachhaltig beschrieben. Ich selbst hatte als Assistent das fragwürdige Glück, an so einer Bertelsmann-Schule zum Umbau, Schulung zum Umbau der Universitäten teilzunehmen. Meine Chefin war Prorektorin der Uni Köln und da wurde gesagt, passt mal auf, wenn ihr Gremien zusammenstellt, sorgt dafür, dass ihr immer die Mehrheit habt, nehmt aber auch ein paar Verlierer mit rein, damit sie nachher nicht behaupten können, sie wurden nicht gehört. Und dann lasst das Ganze laufen, ja, und dann kriegt ihr die Ergebnisse, die ihr wollt. CAE-Schulung in einer Akademie für Universitäten. Und dann verstehen wir vielleicht auch, warum Prozesse laufen, wie sie laufen und wie man sich dagegen wehren kann. Das möchte ich direkt sagen, Verfahrenshoheit beanspruchen. Niemals dem Ganzen sozusagen sich anvertrauen, weder was den Zeitdruck angeht, was die Tagesordnung angeht oder was die Moderationen angeht. Immer selber organisieren, dann ist man auch gleichzeitig viel freier. Wer noch Zweifel hat daran, was hier unter Demokratie verstanden wird, vielleicht eine andere Folie auch aus derselben Schrift, dort schreiben sie, um ihrer politischen Verantwortung gerecht zu werden, muss eine Regierung sich im Zweifelsfall auch gegen den empirischen und kontingenten Volkswillen durchsetzen. Politische Entscheidungen, die der gegebenen Mehrheitsmeinung entgegenstehen, sind nur auf den ersten Blick demokratietheoretisch bedenklich. Hui, ja, natürlich wissen wir, dass wir im Rahmen von direkter Demokratie vielleicht auch eine Mehrheit für eine Todesstrafe hätten und so, dass wir repräsentative Diskurse brauchen. In diesem Kontext aber zu sagen, naja, kümmert euch mal nicht um den Souverän, finde ich tatsächlich ein wenig anstößig. Man wirkt durch Studien, das wäre der nächste Punkt, und das ist was, wo ich als Philosoph natürlich immer sehr zusammenzucke. Die sind immer sehr seriös, das sind immer tolle Grafiken. Ich habe jetzt mal hier zum Beispiel den Deutschen Lernatlas, erscheint dann im Spiegel, man sieht dann immer Deutschlandkarten in verschiedenen Blauschattierungen und hat das Gefühl, naja, das bildet jetzt irgendeine Realität ab. Hier zum Beispiel, je dunkelblauer, desto lernen, finden wir. Für mich ist es als Referent ganz praktisch, ich gucke mir das immer vorher an und wenn es hellblau ist, wie zum Beispiel hier in Berlin, dann verwende ich kurze Sätze und mache keinen Gebrauch von Fremdwörtern. Das Verrückte daran ist, ja,
Nein, Sie merken, das ist Kokolores. Ich möchte mal diese Studie auseinandernehmen. Sobald diese Prozentzahlen im Raum stehen, schalte ich immer mein Gehirn ab, normalerweise als Philosoph, weil ich denke, das ist Mathematik, ich verstehe es nicht. Kennziffern gestützt wird hier Lernen abgebildet. Und vier Aspekte spielen eine Rolle, schulisches Lernen, berufliches, soziales und persönliches Lernen. Und jetzt könnte man sagen, wenn es vier Aspekte sind, dann müsste jeder dieser Bereiche vielleicht mit 25% gewichtet werden. Okay, Sie haben 16,8% persönliches Lernen. Wenn man sich jetzt anguckt, was macht persönliches Lernen aus? 16,8%. 16,2 wäre zu wenig, 17,5 wäre zu viel, oder? Da sind wir uns einig, oder? Persönliches Lernen ist zu 9% eine Neigung zum Bücherlesen, falls Sie sowas verspüren, ne? 9%. Die Geschwindigkeit Ihres Internetzugangs ist mit 31,9% berücksichtigt. Jetzt kann man sagen, gut, Netzausbau ist eine tolle Sache, aber ob jetzt allein die Geschwindigkeit schon Lernen produziert, das kann man ja mal befragen. Und wenn Sie den ganzen Tag Schmuddelvideos gucken, ist das ja nicht zwangsläufig Lernen. Aber gut, diese Gewichtung also nimmt schon Normen vor. Das ist also keine Erfassung von Wirklichkeit, sondern es ist ein Programm zur Gestaltung von Wirklichkeit. Sie fragen sich, was soll das jetzt? Man könnte es genau anders zuweisen. Jetzt denken Sie sich mal in die Rolle eines Bürgermeisters einer finanzklammen Kommune, der befürchtet, dass er hellblau ist, weil er nämlich die Bibliothek schließen musste. Er hat kein Geld mehr, weil er Cross-Border-Leasing gemacht hat und mit PPP irgendwie sich völlig hat über den Tisch ziehen lassen. Also die Kassen sind leer. Der muss dann aber nur bei der Telekom anrufen und die Internetgeschwindigkeit erhöhen lassen und dann ist er von hellblau nach dunkelblau geschnellt. Ohne, dass die Menschen vor Ort tatsächlich einen Bildungsfortschritt hätten. Das heißt, diese Zahlen selber bilden nicht Wirklichkeit ab, sondern sollen eine Norm zur Gestaltung von Wirklichkeit werden. Und das ist jetzt der Gedanke bei diesen ganzen Studien, der im Grunde im Hintergrund von all dem steht. Man nimmt immer ein Thema, wo keiner was gegen haben kann. Integration, Flüchtlinge, Inklusion, Dialog, Bürgerbeteiligung. Das ist so schön, dass wenn einer sagt, na, das ist, was Bertelsmann macht, ist aber nicht gut, dann sagt er, bist du etwa gegen Bürgerbeteiligung? Bist du gegen Inklusion? Das heißt, es wird so ein moralisches Empfindlichkeitshäutchen über die Sachthemen gezogen und damit auch demokratisch eigentlich jede Kritik ausgeschlossen. Das ist eine Immunisierungsstrategie. Der nächste Schritt besteht dann darin, dass man mit Quantifizierungen und Messungen dieses Thema versucht auf Zahlen zu bringen. Und wir wissen, dass bei vielen Themen Zahlen helfen, bei manchen aber das Wesentliche verschwindet, wenn man es in Zahlen darstellt. Also Indikatoren, ne, was bilden die ab? Es gibt also einen metrisch verengten Blick auf die Wirklichkeit, der uns auch erblinden lässt vor dem, was möglicherweise wirklich eine Rolle spielt. Dann werden Standards etabliert, ne, also möglichst schnelles Internet ist eine Lösung, mag sein, vielleicht auch nicht. Und als Lösung gibt es immer nur eins, New Public Management, unternehmerisches Kalkül in den einzelnen Kommunen. Dass damit bestimmte demokratische Spielräume, etwa der bürgerlichen Mitgestaltungen, auf dem Wege der Zahlen abgebrochen werden, ist ein in Kauf genommener Nebeneffekt, vielleicht sogar ein beabsichtigter, ich weiß es nicht. Das Ganze spielt sich in verschiedenen Studien durch, man kann es immer wieder überprüfen. Das vierte Moment, das da eine Rolle spielt, ist das Brainwashing durch Unterhaltungsshow. Das trifft dann Leute, die eben nicht zu Matineen gehen und Vorträge sich anhören oder den Spiegel mit den neuesten Bertelsmann-Studien lesen, sondern das trifft dann die Leute, die einfach gerne mal bei RTL sich ein bisschen entspannen wollen und zum Beispiel Tine Wittler Einsatz in vier Wänden gucken. Da haben wir dann also ein Wohnzimmer, was überbordet. Bitte die nächste Folie von Gelsenkirchener Barock und Nippes-Figuren, wenn man so möchte. Ich denke, das ist eine Blaupause für das Reformieren. Haben wir hier Deutschland vor der neoliberalen Reform. Hier haben wir also den ganzen Sozialstaat, der sich üppig breit macht. Ja, wir haben das Humboldtsche Bildungsideal. All das Gerümpel des fetten Staates, der zur Verschlankungskur die Brigitte-Diät verordnet bekommt, sieht man hier erstmal dargestellt. Jetzt ist es so, ja, dass die Experten jetzt diese Wohnung betreten, wie die Innenarchitekten. Sie kennen diese Sendung nicht. Ich weiß, Sie gucken, wenn ich überhaupt kein Fern und wenn dann Arte oder Dreisat und englische Literaturverfilmung. Sie kennen das. Das ist gut. Ja. Was passiert als nächstes? Es kommen die Experten und sagen, boah, das muss alles weg. Ja. Die Bewohnerin Oma Gunda, können wir sie ja mal nennen, wird mal kurz in eine Pension geschickt. Wenn sie psychische Probleme hat, geht sie in einen Hochseilgarten, um sich ein bisschen mit dem Vertrauensspielen zu üben oder darf mit ihren Familienangehörigen tiefe Gespräche im Weichzeichner, während Phil Collins irgendwie im Hintergrund singt, führen. Ja. Währenddessen wird die Wohnung von Experten beurteilt und gesagt, ach, so geht das gar nicht. Und dann kommen die Sachen in die große
Sperrmüllpresse und die Leute sagen, boah, dass das so schlimm war hier mit Deutschland, dieser ganze Reformstau, das muss endlich mal abgebaut werden. Und irgendwann kommt Oma Gunda, die selber nicht mitbestimmen darf, zurück in ihre Wohnung und soll sich dann freuen und in Jubel ausbrechen. Und was ihr passiert, ja, nächste Folie, sie vertraut sich dann Original-Szene jetzt aus einer großen Boulevardzeitung der Öffentlichkeit und sie sagt, nichts ist mehr, wie es mal war. Wo ist eigentlich soziale Absicherung? Wo ist der Sozialstaat? Wo sind die Bürgerrechte? Wo ist die Universität? All das ist verloren und das Problem ist, dass man natürlich jetzt der drallen Reformerin Tine Wittler mit der Hilti in der Hand mehr Sympathie entgegenbringt als der Oma Gunda, die jetzt praktisch zum zweiten Mal viktimisiert wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang die medial konstruierte Figur des Messis. Das ist ja im Grunde jemand, der nicht bereit ist, von altem Abstand zu nehmen und sich dem Neuen im Wirbel der kreativen Zerstörung anzuvertrauen. Und wenn man so möchte, ist jeder, der eigentlich noch dem Sozialstaat, den Bürgerrechten oder dem Bildungsideal anhängt, so eine Art Kultur-Messi, der noch nicht verstanden hat, dass es alles verzichtbar ist unter den Effizienzkriterien. Was an diesen Sendungen deutlich wird, und das gibt es eben jetzt nicht nur in Bezug auf Wohnungen, sondern auch im Hinblick auf Körperfette und gescheiterte Bildungsbiografien, immer wieder dieselbe Schablone. Das, was besteht, ist als Bestehendes schon nicht mehr legitimiert. Alles muss einem Tribunal der Reform unterzogen werden. Eingespielte Strukturen, Gewachsenes muss zerstört werden. Wir kennen das aus Einrichtungen. Es werden nicht immer nur neue Programme installiert, sondern es werden auch die Abteilungen so durcheinander gewirbelt, dass sie sich nicht mehr solidarisieren können. Es entstehen auch neue Strukturen. Kritiker werden als rückwärtsgewandt diffamiert und entartikuliert. Und dann wird das Neue gebracht, ohne dass die Leute daran wirklich beteiligt waren. Und man kann auch nie sicher sein, dass man fertig ist mit der Reform, denn wenn Oma Gunda sich einfallen lassen sollte, nochmal Nippesfiguren irgendwo aufzustellen, muss sie befürchten, dass Tine Wittler zurückkommt und eine neue Qualitätsanalyse vornimmt. Also das ist dieses Moment des permanenten Reformierens, der immer von außen induziert wird und die eigentlich Betroffenen in Anpassungsleistungen zwingt, möglichst schnell zu regieren, aber selber politisch nicht zu gestalten. Man hat Gesetzgebungen inspiriert, ich beziehe mich hier auf... Entschuldigung, das Pendant dieser permanenten Anpassungsleistung ist die dauernde Aktualisierung des eigenen Profils auf Facebook. Genau. Ja, also das sind Muster, zu deren Insassen wir werden auf verschiedenen Weisen. Ich zeige also jetzt nur einen Bruchteil der Strategien, eigentlich auch im Rahmen der knappen Zeit. Im Schluss kommt vielleicht noch ein bisschen was. Also das ökonomisch gesprochen ist das Schumpeters kreative Zerstörung und permanente Innovation unter Liquidation dessen, was uns gebunden hat. Und natürlich ist der Aufbruch ins Neue was sehr, sehr Schönes, aber es gibt eben auch demokratische Strukturen, die gerade aus ihrer Nachhaltigkeit heraus Gewähr für ein humanes Leben bilden. Und die sind selber natürlich marktfeindlich und müssen entsprechend liquidiert werden. Dass man sich in Gesetzgebungen eingeschaltet hat, hat Wolfgang Lieb sehr schön nachvollzogen auf einem Beitrag, der, glaube ich, bei den Nachdenkseiten noch nachzulesen ist, wo er zeigt, dass etwa das Hochschulfreiheitsgesetz, mit dem die akademische Freiheit in Nordrhein-Westfalen den Bach runtergegangen ist, auch inspiriert war vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Und er zeigt bis in die Formulierungen hinein, dass hier das Zentrum für Hochschulentwicklung maßgeblich eine Rolle gespielt hat. Ich will es gar nicht vertiefen. Der neueste Clou und jetzt auch der letzte Punkt dieser Strategien wäre für mich die Verfahrenskontrolle. Dazu müssen wir jetzt einigermaßen vor, nämlich der Gedanke der Bürgerbeteiligung. Eine komische Formulierung mit Beteiligung. Wir müssen nicht beteiligt werden, wir sind das Volk und von uns geht die Staatsgewalt aus. Also wir brauchen jetzt nicht sozusagen Beteiligungsbonbons, die inszeniert werden. Man ist auf die Idee gekommen mit der Bürgerbeteiligung, weil es doch immer wieder Kritik an Großprojekten gab und gesagt, so ein bisschen müssen wir die Bürger doch mit reinnehmen, aber wiederum nicht so, dass sie wirklich gestalten. Und insofern gibt es hier das Konzept organisierte Dialoge als Strategie. Ein komischer Ansatz, also wir sind, glaube ich, alle in der Lage, selbst Dialoge zu führen, ohne dass das jemand organisieren muss. Und wenn, muss das nicht strategisch ausgebeutet werden, sondern wir selber sind die, die gestalten können. Was steht da drin in dieser Schrift? Das ist ein bisschen subtiler. Die Metapher der Demokratie als ein Rezept für Problemlösung durch strukturierte, möglichst zugängliche, inklusive, dominanzarme und zweck- und outcome-orientierte Beteiligung buchstabiert die Idee der kleinen organisierten Dialoge in den Großbuchstaben der Demokratie. Demokratiepolitik, in diesem Sinne ist Politik
die dialogische Beteiligung an den kollektiven Problemlösungen der Demokratie ermöglicht. Klingt erstmal toll. Inklusiv, ja, zugänglich, dominanzarm, eine große Einladung. Der Staat breitet seine Arme aus und wir kuscheln uns in Bertelsmanns Nischen der organisierten Dialoge. Wenn man mal genauer guckt, was damit gemeint ist, sind es eigentlich wiederum nur Demokratieattrappen, die Partizipation vorgaukeln und im Grunde den politischen Impuls neutralisieren und amputieren. Strategische Organisation widerspricht dem, was dem demokratischen Diskurs eigentlich innewohnen sollte, nämlich dass er ereignishaft und ungezügelt und ungesteuert ist. Wenn jemand steuert, ist es nicht mehr Demokratie. Der Gedanke eines Verfahrensgestalters und Moderators, der dem vorangesetzt wird, widerspricht dem Gleichheitsprinzip, das der Demokratie doch sehr tief eingeschrieben ist. Beteiligung ist was anderes als Volkssouveränität. Problemlösung ist was anderes als Gestalten des Politischen. Das ist nämlich so, dass ihr sagt, pass mal auf, wir haben da ein Problem, zum Beispiel wir haben klamme Kassen. Und jetzt machen wir was ganz Tolles, wir erfinden einen Bürgerhaushalt und da dürft ihr selber entscheiden, was ihr macht und ihr dürft auch selber entscheiden, in welchem Bereich der Kommune gespart wird. Wir durften nicht entscheiden, als die kommunalen Kassen geplündert wurden. Wir durften nicht entscheiden, als Banken gerettet wurden. Aber wie wir sozusagen mit dem Mangel umgehen, da dürfen wir Problemlösungen finden. Vielen, vielen Dank. Und übrigens Bürgerhaushalt, ich weiß nicht, ob es das in Berlin gibt. Der ganze Haushalt ist Bürgerhaushalt. Das ist alles demokratisch dem Bürger zugeschrieben. Ja, da brauchen wir kleine Bonbons, die wir dann irgendwie placebomäßig verteilen dürfen. Also eine völlige Zuspitzung. Wir werfen euch das Problem zu, kanalisieren damit die politische Diskussion auf vorgegebene Probleme und steuern damit eigentlich den politischen Diskurs. Weiterhin Outcome-Orientierung. Ja, das heißt so, als ob wir unter Ergebnisdruck zielführend argumentieren dürfen, aber Grundsatzfragen, die dürfen natürlich dann nicht gestellt werden. Auch der Transparenzbegriff, ich weiß, dass die Piraten den sehr stark gemacht haben, wird hier eher einseitig missbraucht, denn Transparenz ist fürs Volk. Ja, die wahren politischen Entscheidungen, über die kriegen wir natürlich keine Transparenz oder öffentliche Kontrolle zustande. Und dann frage ich mich, was ist eigentlich Demokratiepolitik? Sollten wir nicht lieber nur von Demokratie sprechen? Was soll das? Das heißt so, wir nutzen Demokratie politisch an einzelnen Stellen und an anderen Stellen wieder nicht. Ich habe da sehr, sehr viele Fragen. Ich schließe mit ein paar spekulativen Gedanken zum Interesse der Stiftung. Was treibt die eigentlich an? Was ist die Agenda? Das eine ist möglicherweise oder mit Sicherheit Geld verdienen. Auf der anderen Seite könnte man fragen, ja, meinen die es gut und beglücken uns mit was, was wir nicht so ganz verstehen und wahrhaben wollen. Interessant, es gibt viele Wirkungsfelder, ich habe mal ein paar zusammengestellt und mich da auf die Literatur bezogen, etwa Thomas Schuler, Bertelsmann, Republik Deutschland ist da sehr schön, oder Thorsten Bultmann und Jens Wernicke, Netzwerke der Macht. Und wenn man sich das mal anschaut, wir haben hier im Grunde keinen Gesellschaftsbereich, in dem der Bertelsmann sich nicht stark macht. Es ist wie beim Hase- und Igel-Spiel, in jeder Ackerfurche sitzt ein Bertelsmann, angefangen von der Kommunalisierung, Rechtschreibreform, Gesundheitspolitik, EU-Verfassung, Arbeitsmarktpolitik, digitales Rechtemanagement, Urheberrechtsfragen, überall tatsächlich hat man seine Finger drin. Und was ist da das Interesse? Der Patriarch Reinhard Mohn schreibt in einem seiner letzten Interviews mit der Bertelsmann-Stiftung, ist mir in 25 Jahren der Nachweis gelungen, dass die Grundsätze unternehmerischer, leistungsorientierter und menschengerechter Gestaltung der Ordnungssysteme in allen Lebensbereichen zur Anwendung gebracht werden können. Die Übertragung des in der Wirtschaft entwickelten Modells der Unternehmenskultur in andere Lebensbereiche ist möglich. Ja, ich glaube, er möchte nicht nur beweisen, dass es möglich ist, sondern auch, dass es wirklich wird. Und dann kann man sagen, ja, das ist ein schönes Privatexperiment, aber es gibt Lebensbereiche, die eben nicht der ökonomischen Ratio folgen, sondern einer anderen Ratio, nämlich etwa die der Politik, die der Bildung, die der Kultur. Das sind andere Denkmodelle. Und wenn ihr uns damit beglücken wollt, vielen Dank. Aber die Demokratie hat nun mal zum Prinzip, dass wir selber gestalten können, wie unser Leben aussieht. Und dann müsst ihr das nicht für uns unternehmen, selbst wenn ihr es gut meint. Und vielleicht kann man ja auch bezweifeln, dass das gut gemeint wird. Es gibt auch internationale Kritik an Bertelsmann, etwa aus Frankreich. Pierre Hillard kümmert sich um die Frage, wie etwa die Globalisierung vorangetrieben wird durch Bertelsmann und ob man da nicht auch den Anspruch hat, über die nationalen Grenzen und die demokratisch legitimierten Parlamente hinaus Entscheidungen zu treffen. Das wird sehr, sehr kritisch gefragt.
Auch in Nordafrika spielt man eine Rolle, etwa in den Kronberger Gesprächen hat man schon Konzepte entworfen, wie Grenzziehungen aussehen können in Nordafrika, indem man etwa ethnische und religiöse Konflikte schürt. Da gibt es vieles, was aufzuarbeiten wäre wissenschaftlich. Wenn ich es mal zusammenfasse, haben wir eine ziemlich starke Machtbasis, die durch mediale Macht begründet ist. Man hat Fernsehsender und Zeitungen. Das ist etwas anders als Berlusconi, wo wir sozusagen die Regierungsgewalt mit der medialen Gewalt vereinbart haben. Hier haben wir sozusagen ein Bertelsmann und Regierungen, die unter Bertelsmann regieren. Wir haben ökonomische Macht, wir haben den Einfluss auf die formelle Politik und wir haben Beziehungen zu informellen Machtkreisen. Finanziert wird das Ganze durch Steuergelder der AG, die dem Gemeinwesen entzogen sind. Da müsste man das Stiftungsrecht mal befragen, ob das legitim ist. Als Agenda haben wir ökonomische Interessen der AG. Und wir haben die ökonomistische Modellierung aller Lebensbereiche, die wir im Zusammenhang mit Ökonomismus und Neoliberalismus ausführlich diskutiert haben. Und als Hintergrundagenda lässt sich feststellen ein Interesse an Militarisierung, Geopolitik, Globalisierung und vor allem Privatisierung. Und was diese Begriffe eher verbergen, ist, dass es dazu führt, dass wir eine Konzentration von Geld und Macht in den Händen sehr weniger haben. Und gleichzeitig Elend, Krieg, Flucht, Ausbeutung, Verlust von kultureller Identität für die Mehrheit der Menschen. Und das sollte Anlass genug sein, das Wirken dieser Stiftung genauer unter die Lupe zu nehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.